Am 25.10.2011 beginnt unsere Reise ins Abenteuer Nepal. Wir wollen mit Schneeschuhen den 6479 Meter hohen Merapeak im Solokumbu besteigen. Mit Schneeschuhen wurde der Berg noch nicht bestiegen und das ist für uns ein besonderer Ansporn. Unsere Reise geht per Zug nach Frankfurt und mit Air India über Delhi nach Kathmandu. Nach unserer Ankunft holt uns Min Bahadur Gubachu, kurz MB genannt, unser nepalesischer Führer, am Flughafen mit einem Bus ab und wir fahren ins Hotel Buddha in Tamil. Nach dem Umpacken des Gepäcks geht es noch zum Essen. In der Stadt ist sehr viel los, da gerade das Diha-Festival mit viel Musik und Tanz in den Straßen stattfindet. Müde fallen wir dann ins Bett. Morgen beginnt unsere spannende Expedition mit einem Inlandsflug. Heute am 27.11. fliegen wir mit einer Twin Otter nach Lukla. Unser Gepäck, ca. eine halbe Tonne, wird gewogen und verstaut. Der Flug nach Lukla ist immer spannend, wird der Flugplatz doch als der gefährlichste der Welt eingestuft. Wir sitzen mit ca. einer Tonne Gepäck sehr eng in der Maschine. Die Stewardess verteilt einen Bonbon, dann geht es los. Wir haben bestes Flugwetter, aber trotzdem ist der Anflug des Flughafens in Lukla nicht ohne. Meinst du es ein wenig größer knibbelig? Kann mir das jemand sagen, wie das funktionieren soll? Die Landebahn ist nur gut 400 Meter lang, steigt ca. 12% an und endet an einer Felswand. Das Flugzeug muss wegen der zu kurzen Landebahn am Ende sofort eine Kurve fahren. Wir sind froh, dass wir heil das Flugzeug verlassen können.
Natürlich sehen wir noch einem anderen Flugzeug bei der Landung zu. Sehr beeindruckend. Unsere Tour beginnt sofort nach dem Sortieren des Gepäcks mit einer Akklimatisationstour nach Namche Bazaar. Wir laufen noch heute bis Bakting auf 2644 Meter. Auch hier ist das Tiha-Festival noch voll im Gange und wir werden immer wieder um Spenden gebeten. Dafür gibt es dann Tanz und Gesang. Hängebrücken sind in Nepal oft die einzige Möglichkeit, einen Fluss zu queren. Dass das nicht immer ungefährlich ist, sehen wir an dieser Brücke, die durch einen Bergrutsch schwer beschädigt wurde. Dafür ist die nächste Brücke sehr massiv. Allerdings wird sie auch von Yaks komplett in Beschlag genommen. Der Kasum Kankaru mit 6370 Meter dominiert in einem Taleinschnitt bei Nurning auf dem Weg nach Pakting. Ein Mönch gibt mir für 100 Rupien seinen Segen und lässt sich dann auch filmen. Dann ist unsere erste Lodge, das Mountain Resort, für diesen Tag erreicht. Die Dusche ist kalt und abends gibt es nepalesisches Dalbad zum Essen. Ein Reis-Linsengericht und gleichzeitig das Nationalgericht in Nepal. Double, einer unserer Träger, versucht sich als Musiker mit nepalesischer Trommel und Mundharmonika. Diese hat er 2010 bei unserer Langtang-Trekking-Tour von mir geschenkt bekommen. Bereits damals war er mit uns als Träger auf Tour. Heute ist der 28.10. und wir wollen Namche Bazaar erreichen. Der Weg bietet viele spannende Eindrücke. Eine Trägergruppe bereitet sich gerade nach der Übernachtung in einer Höhle ihr Frühstück zu. Tolle Wasserfälle stürzen immer wieder gigantisch über Felsen nach unten. Der mächtige Damsel Khu mit 6618 Meter ist ab Monio unser Begleiter. Für Kinder sind Luftballone der Renner. Sie freuen sich immer über ein kleines Geschenk.
Während einer Teepause stellen sich unsere Träger und Guides vor. Die Verlegenheit ist ihnen dabei gut anzusehen. Nur MB, Double und unser Climbing Sherpa Shiri sprechen etwas Englisch und stehen sicherer vor der Kamera. Good luck and favorda and good weather and for help from God. And you know that my name is MB Gubaju, but I write long is Min Bahadur Gubaju. And I born in Ramechhap district in Chuchure village, but now I stay in Kathmandu. Thank you. Banana, namaste. This is your heart. Namaste. Ramechhap, Sivarai. Naman. Chandra Kona Suresh. Dhanyavaad. Namaste. Namaste. Ramechhap, Jilla, Kirti, Kona Vata Suma. Namaste. मेरो नाम अमर बहादुर गुबाजु चुचुरे गाविस रामेछाप जिल्ला नमस्ते एभ्रीबडी माई नेम इज तबिल मान माई डिस्ट्रिक्ट इन द सोलखुम्बु भिलेज इज तामाखानी यु आर कमिङ टु नेपाल अल द पिपल्स वी हेभ जब थ्याङ्क यू भेरी मच My name is Chiri Sherpa. I born is this Khumbu area. And this time I go to with Atro and Roshi and Roshi, Anklika and Anna and Krishna. Yes, thank you. Yeah. Entlang des Dutkosi geht es zur Hillary Bridge. Hier hängt Chiri, unser Climbing Sherpa, Gebetsfahnen für ein gutes Gelingen unserer Tour in den orkanartigen Wind der engen Schlucht. In Namche Bazaar besuchen wir das Kloster und lassen uns von der Mystik gefangen nehmen. Ein Museumsbesuch im Kloster ist auch sehr spannend. Heute war unsere Tour 11,6 Kilometer lang und 1215 Meter Aufstieg und 535 Meter Abstieg. Namche Bazaar ist der größte Ort auf dem Weg zum Everest und wurde erst ab 1994 zu dieser Größe ausgebaut. Vorher war hier nur eine einsame Herberge. Der Ort liegt auf 3440 Meter und bietet viele Annehmlichkeiten vom Coffeeshop über Internet zu vielen Geschäften. Die Hausberge sind der Tamsar Khu mit 6.618 Meter im Osten und der Khonje mit 6.086 Meter im Westen. Im Norden dominiert das Bergmassiv des Lhotse mit 8.516 Meter, der Lhotse Schar mit 8.382 Meter, heute mit einer Schneefahne, und der Everest mit 8.848 Meter. Ganz links steht der Nupse mit 7.864 Meter. Ganz rechts die Amma Dablam mit 6.814 Meter, das Matterhorn des Solokumbu.
Wir laufen heute am 29.10. noch auf ca. 4000 Meter Höhe zur besseren Akklimatisation, zu einem Aussichtspunkt oberhalb von Kumjung und genießen noch einmal das ganze Panorama mit Blick auf das Kloster Denboche und die Everest-Bergwelt. Gebetsfahnen aufhängen sind natürlich Pflicht an diesem erhabenen Punkt. Auf einem Feld sehen wir ein sonderbares Tier, eine besondere Wildart im Solokumbu und geschützt. So viel konnten wir in Erfahrung bringen. Der Name konnte uns leider nicht oder nur unvollständig gesagt werden. Am 30.10. geht es wieder zurück nach Lugla über Bagding. Ein letzter Blick auf das Everest-Massiv, während in einer Stallwand gemsenähnliche Tiere klettern. Bauer am Weg klopft Bambus und stellt daraus Matten her. Heutransport in großen Körben ist Alltag. Und immer wieder Kinder, die uns neugierig beäugen. In diesem Kloster lebt eine Tante unseres Climbing Sherpa Chiri. Dann erreichen wir wieder Lugla. Und unsere Trägermannschaft wird um 4 Träger verstärkt, da nun die Zelte und die Küchenausrüstung auch mit müssen. Dazu kommt noch unsere Hochtourenausrüstung, die wir in Lugla deponiert hatten. Nachdem es Schwierigkeiten mit der neuen Trägermannschaft gibt, entlässt MB diese fristlos und besorgt andere Träger. Das kostet Zeit und Nerven. Die neuen Träger werden mit Handschuh, Mütze und Schal zusätzlich ausgestattet. Chrissy, unsere jüngste Expeditionsteilnehmerin, hatte bisher mit ihrer Gesundheit wenig Glück. Während der gesamten Tour wurde sie abwechselnd von Durchfall, Nebenhöhlenentzündung und Bronchitis geplagt. Eine großartige Leistung, dass sie die Tour derart geschwächt durchgehalten hat und das sei hier schon verraten, sogar das Hochlager auf über 5800 Meter erreicht hat. Namaste. 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 Welcome. Welcome. Namaste.
Namaste. Namaste, Rabbi. Tamil man. Welcome. Sri Kai. Daigo. Thank you very much, Patro. Welcome to Nepal. Today in Mera Pig. I hope that the not only Mera Pig, Island Pig, many, many other peaks. Pig. Maybe then the one day we are climbing Everest. Oh. This is the I hope so. Nepali Kya. You see? Yes. Okay. So thank you very much. And last not least, Jiri. Yes. Oh, what is it? Okay. Thank you. Welcome, Jiri. Welcome. Unsere Lodgewirtin zeigt uns noch ihre Schnapsbrennerei für Roxy Schnaps. Dann geht es am 1.11. um 10 Uhr los zum Chatralawal Pass. Okay, MB, we finished Mera Pig. We stay here. Yeah, okay. And come to the here. Tiger. Tiger catch the baini. Nach einer Teepause in Nangbu tauchen wir in den feuchten, nebligen Dschungel ein. Das Wetter hat sich geändert und Nebel und Schneefall sollen uns die nächsten Tage begleiten. Manche Flussquerungen erfordern Mut und Trittsicherheit. Dann erreichen wir Chutanga auf 3504 Meter. Pellkartoffeln schmecken hervorragend, dazu gibt es Hühner- und Jagdfleisch. Draußen beginnt es kräftig zu schneien, jeder ist gespannt, wie wir morgen den Passübergang schaffen werden. Abends gibt es Musik und Tanz. Die Damen der Lodge tanzen, was das Zeug hält, vor allem Aludidi, was so viel wie Kartoffelschwester heißt. Sie hat den Namen von mir erhalten, da sie immer für das Kartoffelkochen zuständig war. Cheery, snow. Yeah. Everywhere. Alu-Dance. 2.11. In der Nacht hat es weiter geschneit, aber morgens ist das Wetter erstmal recht gut. Der Aufstieg ist aber schwierig, glatt und eisig. Vor allem für unsere Träger ist der Weg eine Tortur. Verschneit präsentieren sich die letzten 800 Höhenmeter zum Pass. Das Gelände ist sehr steil bis senkrecht und auf Bändern muss immer wieder gequert werden. Ein gefährliches Unterfangen.
der Passquerung geht es auf der anderen Seite durch verschneiten Dschungel wieder hinab ins Tal des Inkukola. Wir übernachten sehr eng in Tulikarka und steigen dann am 3.11. weiter nach Tashing-Ongma ab. Unterwegs machen wir in der Doma Lodge Mittagspause. Kaum dem Schneechaos entkommen, schon hängen es wieder über die Töpfe. MB always Dalbat Roxy. Always yeah, Dalbat Roxy Sukuti. Sukuti. This is the Sukuti meat. Meat. Dry meat is Sukuti. Sukuti makes power. Okay. Dann geht es über sehr rutschige Wege, ständiges Auf und Ab bis zum Tagesziel Tashing-Ongma auf 3580 Meter. Heute am 4.11. laufen wir nach Thang Nang auf 4288 Meter Höhe. Zuerst geht es am Inkukola entlang, später geht es über Hochweiden an einer Alm vorbei bis Thang Nang. Am Nachmittag steige ich mit Rosel noch 300 Meter höher, um eine bessere Akklimatisation zu bekommen. Und wie von Geisterhand öffnet sich der Nebel und gibt erste Blicke auf die Westseite des Mera-Massivs frei. Dabei wird auch der Gipfel sichtbar. Der Rest der Gruppe folgt später nach. Thang Nang ist aus einer Hirtenunterkunft entstanden und wurde in den 90er Jahren durch den Ausbruch eines Gletschersees verwüstet. Die Spuren sind heute noch deutlich sichtbar und verdeutlichen die überall lauernden Gefahren des Himalaya. Erdbeben, Bergrutsche, Ausbruch von Gletscherseen, Lawinen, Eisstürze, um nur einiges zu nennen. Am 5.11. lichtet sich am Morgen der Nebel etwas auf und lässt schon mehr Blicke auf die umgebende Bergkulisse zu. Die Bergspitzen leuchten im aufgehenden Sonnenlicht, dabei ist es bitterkalt. Beim Frühstück haben wir gleich etwas Spaß mit Chiri und der Trägermannschaft. Roxy in the morning, Chiri, yeah. Oh. Roxy is morning. Tongba. 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 Und Didi also Roxy? No. No. No Roxy. Dann beginnt der Aufstieg ins Basecamp auf knapp 5000 Meter Höhe. Wir laufen an der Nordflanke des Mera-Massivs entlang und können erste Blicke zum Mera-La Pass und den Gletscherabbrüchen werfen. In einem Unterstand verkauft eine Frau Tee und freut sich, dass wir einkehren und ihr ein Zubrot verdienen lassen. Uns tut der heiße Tee auch sehr gut. Hallo, alle kommen rein.
Der ziehende Nebel gibt immer wieder Blicke auf den 6770 Meter hohen Tangse frei. Ich kann die Aufnahmen einige hundert Meter über dem Basecamp machen. Ein kleiner Akklimatisationsausflug. Am nächsten Morgen, den 6.11., starten wir an unserem Ruhetag eine kräftige Tour durch die wilden Eisbrüche zum Mera La Pass auf 5415 Meter Höhe. Der Nebel ist an diesem Tag wieder unser treuer Begleiter. Für Chrissy wird der Begriff Ruhetag ein ewiges Rätsel bleiben. Sie hatte auf einen relaxten Tag im Basecamp gehofft. So kann man sich täuschen. Heute Morgen ist endlich bestes Wetter und wir genießen am Morgen die grandiose Bergsicht auf das Mera-Massiv und die umliegenden Bergriesen. Rosel hat große Probleme und Wasserödeme im Gesicht. Da auch die Lunge betroffen ist, muss sie auf mein Anraten sofort bis Dashing Ongma auf 3500 Meter absteigen. MB und ein Träger werden sie begleiten. MB hat auch seit der letzten Nacht starke Probleme und kämpft mit einem Ruhepuls von über 140. Wegen der Gefahr eines Herzinfarktes und Höhenproblemen kann er ebenfalls nicht im Basislager bleiben. Chrissy, noch schwach, entschließt sich, den Gipfelsturm mit Angelika, Jana und mir zu wagen. Bei Jana haben sich die Beklemmungen des Vortages gebessert. Mir geht es Gott sei Dank sehr gut. Bei Traumwetter starten wir mit unseren Trägern und der Küchenmannschaft in Richtung Hochlager. Wir haben beschlossen, das erste Hochlager am Mera La auszulassen, um nicht zu lange in der Höhe bleiben zu müssen und gleich bis 5800 Meter ins zweite Hochlager aufzusteigen. Es geht wieder durch die Eisbrüche zum Mera La und dann nochmals 400 Höhenmeter bis zum exponierten zweiten Hochlager an einer Felsnase. Natürlich laufen wir nun mit Schneeschuhen, was recht gut funktioniert. Schneeschuhteam an Mera Peak. Wir kommen.
Blicke zum Everest-Massiv, Makalu, Chaolang und vielen 7 und 6000ern sind beeindruckend. Da hinten kommt der Everest raus. Große Flanke. Kurz vor Einbruch der Dämmerung erreichen wir dann das Hochlager und müssen feststellen, dass unsere Zelte noch nicht aufgebaut sind. Nach einer heftigen Diskussion erledigt Chiri diese Aufgabe. Allerdings gibt es für Chrissy, Jana und Angelika nur ein Zelt und es wird eng. Dafür aber etwas wärmer als in meinem Einzelzelt. Double, unser Koch, hat am Abend große Probleme. Er zittert am ganzen Körper und erst nach 2 Stunden und viel Trinken geht es besser. Nachts ist es sehr stürmisch und am frühen Morgen fliegt das Zelt von Chiri, das er gerade verlassen hatte, auf Nimmerwiedersehen in den Abgrund. Bittere Nacht im Zelt auf fast 6000 Meter Höhe. Geschätzte minus 30 bis 40 Grad. Selbst der Tee, die friert sofort in der Tasse ein. Heute Nacht um 2 hoffen wir, dass wir den Gipfel sturmlos liegen können. 8.11. Durch Diskussionen mit unseren Trägern starten wir erst gegen 4 Uhr morgens vom Hochlager. Das Fehlen von MB macht sich bemerkbar und es läuft nicht sonderlich rund. Unsere Gipfelgruppe zieht sich schnell auseinander. Chrissy hat bereits im Hochlager bekannt gegeben, dass sie nicht mehr zum Gipfel mit aufsteigt. Jana gibt bei 6100 Meter auf, sie hat ihre Grenze für heute erreicht. Angelika ist knapp hinter mir und kämpft sich bis zur Gipfelschulter hoch. Die letzten 50 Höhenmeter, ein Eisüberhang, ist ihr technisch zu schwierig und sie gibt sich mit der erreichten Höhe von über 6400 Meter zufrieden. Ich kann den Gipfel nach der Eiskletterei erreichen und freue mich riesig über das Erreichen des Ziels. Um 9.30 Uhr zeigt das GPS 6479 Meter an. Das ist der Gipfel vom Mera Peak und das GPS zeigt 6479 Meter. Gigantischer Ausblick auf Everest, Oyochu, Makalu und die ganze Runde. Vom Gipfel zeigt sich dann ein beeindruckendes Panorama zum Oyochu über Everest, Lhotse, Makalu, Warunse, Chamlang bis zum Kansch an der Grenze nach Sikkim. Dazwischen unzählige weitere 7, 6 und 5000er. Ich kann sogar die Erdkrümmung feststellen.
Der Abstieg gestaltet sich etwas schwierig, da mich Chiri durch einen Sicherungsfehler festsetzt und ich die Handschuhe zum Lösen des Problems ausziehen muss. Das hat bei minus 40 Grad fatale Folgen für die Hände und bringt mir Frostbeulen und taube Finger. Dann beginnt wieder der Abstieg zum Highcamp. Hier wartet noch unsere Küchenmannschaft und versorgt uns mit Tee und Keksen. Wir erfahren, dass Grissi und Jana erst vor einer Stunde den Abstieg zum Basislager begonnen haben. Not still on the top, 50 meters below, but it's for me okay. Wir relaxen erstmal in der Sonne, während das Lager abgebrochen wird. Die sind uns nur eine Stunde voraus. Aha, bei uns gar nicht so schnell. Ja, die waren oben. Die waren nur, was weiß ich, Mittag gemacht haben. Ja. Und erst habe ich mal gespitzt und geschaut, dass man irgendeine Eckler sieht durch den Liebe. Mit der untergehenden Sonne erreichen wir mit Chiri das Basecamp. Dort werden wir mit einer Aola-Welle empfangen. Gott sei Dank sind alle wieder gesund angekommen. Jagdtung wird zum Heizen verwendet und erstmal getrocknet. Hot Shower, ich gönne mir nach Tagen eine warme Dusche aus dem Eimer. Heute am 9.11. wird alles gepackt und der Abstieg nach Dashin Ongma beginnt. Exotische Schneehühner gackern uns zum Abschied ihr Lied. Wir wollen auch heute wieder mit Rosel und MB zusammentreffen. Wir hoffen, sie konnten sich gut erholen. Die bange Frage ist auch, wie Rosel das Lungenödem überstanden hat und ob die Medikamente von mir sie dabei unterstützt haben. Wir werden es erst am Abend erfahren. Der Abstieg lässt uns noch einmal die grandiose Bergwelt erleben und eine wehmütige Abschiedsstimmung macht sich in der Gruppe breit. Der herrliche Tag wurde ausgiebig für Fotoaufnahmen genutzt. Dabei werden die Bergwelt, Blumen und Landschaft im Bild festgehalten. Lauter Kranke. Die Husten- und Schnäuz-Connection. Mitten im Himalaya. Du lässt sie halt nicht vermeiden. Nee. Ein Rückblick zeigt nochmals den Merala-Pass. Dann geht es über riskante Brücken nach Thang Nang. Hier machen wir Mittagspause.
Mit Blick auf den Chatrabala geht es weiter hinunter nach Dashing Ongma. Wir besuchen noch kurz das Kloster in Kothe. Chrissy geht es wieder sehr schlecht und wir haben Mühe, unser Abendquartier bei Helligkeit zu erreichen. Dann kommt uns aber MB mit einem Träger und Rosel entgegen und wir freuen uns riesig, dass es allen gut geht. Thank you, MB. Yeah, even this year, the Merapik 6479. Gemeinsam erreichen wir mit Chrissy die Lodge. Nochmals ein schöner Blick auf das Mera-Massiv und natürlich unseren Gipfel. Um unsere Kranken gut über den Chatrabala Pass zu bringen, haben wir für heute eine sehr kurze Etappe eingeschoben. Sie bringt uns auf 3650 Meter und bereits mittags haben wir das Ziel, die Doma Lodge, erreicht. Wir hatten hier bereits am Hinweg eine Rast eingelegt. Während draußen ein schöner Sonnenuntergang die Berge leuchten lässt, zaubert unsere Küchenmannschaft ein tolles Essen für uns. Elfter, Elfter. Weltsmörteltag und Chrissy liest uns gehörig die Leviten. Nur der Krampus fehlt. Bei schönstem Wetter geht es heute zurück über den Chatrabala Pass. Eine kräftige Tagestour und vor allem auf der Westseite mit viel Eis und Schnee. Das kostet so viel Zeit, dass wir unser geplantes Tagesziel nicht erreichen können und ein Notbiwak auf einer Alm einrichten müssen. Bis unsere Träger nachkommen, wird es Nacht. Und wir sehen am Gebäck, dass Arch zerschunden aussieht, mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen hatten. Yes.
Genau, also einfach schräg laufen. Passt schon. Passiert gar nichts. Zum Schluss hält sie am Bies an der Kappen fest. So. So viele Männer kümmern sich um mich. Weil sie immer so Geschmarre haben, Sonnenhang, ne? So ungefähr über Almen runter springen. Ne? Alles vereist. 12.11. Der Nebel hat uns wieder eingeholt und wir steigen über Blankeis mühsam weiter nach Lugla ab. Bei unserer Alu-Didi legen wir eine kurze Rast ein, bevor es endgültig nach Lugla geht. Langsam wird es wärmer und wir können unsere Winterkleidung reduzieren. Nur keine Sonne. Kinder am Weg und eine Familie, die gerade Bambusstreifen für Matten herstellt, unterstützen wir mit einer kleinen Geldspende. Die Kinder tauen langsam auf und die ernsten Gesichter beginnen zu lachen. Stempel? So, lass ich euch die Wohnung. Also, also. Wir haben uns das Chat. Bachquerungen sind auch für unsere Träger nicht ohne. Und Vorsicht ist immer angebracht. Dann ist Lugla erreicht und wir genießen einen Kaffee, Kuchen und Cappuccino. Es wird jedem Schauspieler oder Musiker geraten beim Essen, sobald der Kamera losgeht. Ich glaube, meistens verkaufsfördernd. Am Abend verabschieden wir unsere Träger und Helfer mit Geldgeschenken. Dazu gehören natürlich ein paar Worte für jeden Einzelnen. Zum Schluss tanzen wir ausgelassen, während Double die Mundharmonika spielt. Prost, Linus. Linus, Canus, Bosnus. Was ist los? Linus. Cheery Freshman. Yes. Thank you very much for the Rosenbach and everybody in my group. Thank you very much. Welcome to trekking and visit Merapi. And here I spent 2006 and 8, 9, 10, 11, 20 years. Group can understand this. You translate, please. In Nepali later. I must speak some words in German to my members. Ja, liebe Mitglieder, die ihr mit mir diese Reise unternommen habt. Ich glaube, im Vorfeld waren die Erwartungen sehr geteilt erst einmal. Was kommt euch auf euch zu?
ich habe euch mit Sicherheit vorgewarnt, es wird nichts Leichtes, habe euch aber auch gesagt, es wird was sehr Schönes. Ich habe die Höhe schon erreicht, was mir damals nicht geglückt war. Der erste, ihr habt gesehen, welche Anfahrtswege wir hier haben, welche doch Leistungen von unseren Trägern erbracht werden müssen. Ohne die wären wir hier in der ganzen Region ein Nichts. Min Bahadur Gubayu, short MB. This year not so good luck because he gets ill. But I am very happy I could see this and I sent him with Rosal. She also very ill, let's say. And he was a good man for Rosal, and they together get good down and good illness. I hope for you this vision. Amar, sorry you cannot so much English, but I think we have a good understanding. And I'm happy to have you in our group. For you. Always done. He brings the tea and says, please tea. I said, yes, and he got away. Every day. For you. And if anybody says, yes, you can put the tea in. Thank you very much. Double, we have some tours together. We have some music together. Where is the tree? And now I have also some tracks together with the group. And now some money, but only for you. As a whole group. Thank you very much. Nepal is sometimes up and down, high place, low place. Anytime, same time. Sometimes maybe mistake. I'm sorry. Thank you very much. Chiri, our climbing Sherpa. Yes. Shoes! Show your shoes! If you look a real climbing Sherpa, look down. No problem. No problem. Anyway, look inside the baggage, no rope. Chiri Sherpa. You have brought me up to the top. No problem. No problem, as you see. And the whole group to a high altitude. And I will say we thank you very much for this. And perhaps you see us again. Yes. Yes. And if you go another rope up, look about a bruising schwinge, you know? Mm-hmm. It's a better way to go up and a better way to go down. Not this. Makes not good hands. From the whole group, with best wishes, best thanks, a little present for you. Thank you. He is not here. So I will take. MB, I would say it was with some mistake you said before in the high camp, a very good tour. I'm so sorry you get ill. I think the mistake would not come in this way. But no problem. We catch the altitude. I think our power was on the stage. And a cup of tea more or less, yes. Not a problem, yes. I think. But from the group, a little present, perhaps for a new cap. Wirklich, I have this on all films, on all pictures. Yes. 2006 until then 2011, yes. Yes. But only I use trading times. But I only come trading times.
Okay, I think best wishes to all. And now I think you sit a little and drink and perhaps dance. Double has a mouth organ I have heard. And okay, thank you very much. Thank you. Am 14.11. wollen wir von Lukla zurück nach Kathmandu fliegen. Das schlechte Wetter lässt aber keine Flüge zu und so können wir vorerst nur abwarten. Ich besuche die Schule von Lukla und erhalte eine Führung durch die Schulräume, den Computerraum und die Bibliothek. Da sich das Wetter auch die nächsten Tage nicht ändern wird, haben wir MB den Auftrag gegeben, einen Hubschrauber für den Rückflug zu organisieren, was auch nicht einfach ist. Wir müssen weiter warten und vertreiben uns die Zeit mit Lesen und Kartenspielen. Heute am 16.11. bekommt MB den Anruf, dass eventuell nachmittags ein Hubschrauber für uns bereitsteht. Dazu sollen wir nach Sülke ca. 600 Meter absteigen, da nur dort ein Hubschrauberflug möglich ist. Der Nebel ist sehr dicht, es schneit und regnet leicht. In Sülke angekommen wird schnell klar, dass wir heute keinen Flug mehr bekommen. Das Wetter ist auch für den Hubschrauber zu schlecht. Morgen früh soll es dann soweit sein. Da wir keine Träger mehr haben, wurde unser Gepäck von drei Yaks nach Sürge befördert. Wir hoffen auf den nächsten Morgen. Unser Heimflug von Kathmandu am 18.11. rückt immer näher. Hoffentlich schaffen wir es. Heute am 17.11. stehen wir bereits um 6 Uhr auf und laufen nach dem Frühstück sofort zum Hubschrauberlandeplatz, einem Kartoffelacker am Rande einer Schlucht zum Dutkosi-Fluss. Der Nebel hebt sich zwar etwas, aber nur über den Fluss. Das soll für den Hubschrauber angeblich reichen. Wir sind gespannt und mit der Zeit warten mit uns über 100 Personen auf einen Hubschrauber. In der gesamten Lukla-Region warten angeblich über 2000 Menschen auf einen Flug nach Kathmandu. Die Alternative wäre ein Fußmarsch von 5 Tagen nach Chiri und von dort einen Tag mit dem Bus nach Kathmandu. Dann kommt ja wirklich der Hubschrauber, der uns in die Freiheit fliegen soll. Der Sonderflug kostet uns rund 5000 US-Dollar, aber nur so erreichen wir alle zeitgerecht Deutschland. Der Hubschrauber nimmt uns außer Chiri und Ghana, sie müssen nach Chiri laufen, an Bord. Dazu kommt noch eine halbe Tonne Gepäck, das wir unter die Sitze, auf den Schoß und sonst wohin bekommen. Das erspart uns das Anschnallen.
Sehen können wir aber auch fast nichts mehr. Dann geht es los. Mühsam hebt der Hubschrauber eine alte Rumpel ab. Der Flug geht knapp über dem Fluss des Dutkose 40 Kilometer nach Süden bis Rumtada, einem provisorischen Flugplatz. Da 100 Meter über dem Fluss der Nebel sehr dicht ist, bleibt nur dieser Kanal zwischen Fluss und Nebeldecke als Flugroute. Ein Nervenkitzel, der seinesgleichen sucht. Abstand zu den Felswänden oft weniger als 20 Meter. Auch der Pilot braucht nach dieser ersten Strecke eine Pause und wird ausgewechselt. Wahnsinn, der Flug. Wir haben höchstens 20 bis 50 Meter Abstand zu den Felswänden und es ist beängstigend, wie nah die vorbeisausen. In Rumtada haben wir ca. 3 Stunden Aufenthalt, da der Hubschrauber erst die nächsten Personen von Sorke ausfliegt und dann den zweiten Abschnitt Richtung Kathmandu fliegt. Ein Ausflug ins nahe Dorf nutzen wir zum Tee trinken und Orangen essen. Nepalesische Lebensart. Ich bin ja echt kein Obstess, aber die machen mich jetzt absolut an.
Hello, Bikashi Airport, Baba. Dann geht unser Flug weiter bis kurz vor Lambodihi. Wir landen auf einem Acker und werden mit dem Bus über Dukidel und Bagdapur nach Kathmandu in unser Hotel Buddha gefahren. Am Abend gegen 18 Uhr kommen wir an. Ich denke, dreiviertel Stunde ungefähr. Nichts mehr. Die Zeit reicht noch zum Duschen, Umpacken des Gepäcks für den Heimflug und die Postrücksendung. Kleine Geschenke kaufen wir auch noch. Anschließend gönnen wir uns noch ein Abendessen im berühmten Steakhouse. Endlich kriegt der Merapika auch mal eine Feier. Wir sind ja noch nicht mal dazugekommen, dass wir ihn feiern. Genau. Guten Appetit. Am 18.11. früh um 6 Uhr fahren wir dann zum Flughafen und heben mit 2 Stunden Verspätung wegen starken Nebels nach Delhi ab. Wir können vom Flugzeug aus die prekäre Wetterlage gut sehen. Nebel, Regen, Schnee bis ca. 4000 Meter Höhe, darüber Sonne, pur und wolkenlos. Der Anschlussflug in Delhi wartet auf uns und so erreichen wir planmäßig Frankfurt und damit sind wir wieder in der Heimat. Namaste Nepal, Namaste Deutschland, ein spannendes, erfolgreiches und tolles Abenteuer findet ein gutes Ende.